Die Entrümpelung kann beginnen. Messi-Expertin Sabina steht an Dietrichs Seite. Sie weiß, wie hart es gleich für ihn wird. Da kommen gleich 5 Leute vom Entrümpelungsteam. Denn es wird jeden Moment klingeln. Bist du bereit, die Menschen in die Wohnung zu lassen? Ja. Es geht los. Da muss ich jetzt durch. Ich bin, ja, irgendwie fahre ich gerade Achterbahn. Hi. Ja, das ist das Team, was jetzt hier anfangen soll, deine Wohnung auszuräumen. Das sind eine Menge Leute mitgebracht. Das sind eine Menge Leute, aber wir haben auch eine Menge auszuräumen. Okay. Ne? Dürfen wir rein? Ja, komm rein. Alles klar. Legen wir los, oder? Auf. So, Männer, das ist Müll? Weg. Okay. Diesen Schrank leer machen und die Schränke kommen weg. Nächste Müllkiste, kommt. Und wie sieht's aus bei euch? Wir brauchen Kisten. Ich organisiere mal was. Bisschen Action brauchen wir jetzt hier mal. 9 Jahre lang hat Dietrich alles gehortet, was ihm in die Hände fiel. Heute werden alle unnützen Dinge und aller Abfall entsorgt. Dietrichs Haustiere werden für die Zeit der Entrümpelung in eine Tierpension gebracht. 50 Kubikmeter Müll sollen entsorgt werden. Diese Menge würde locker einen 10 Meter langen Swimmingpool füllen. Profi-Entrümpler Dennis koordiniert und überwacht alle Schritte. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich habe schon viele Entrümpelungen gemacht, aber keine war so extrem wie die. Also hier ist es schon ganz schlimm, wie man auch an dem Kühlschrank sehen kann. Der Gammel der vergangenen Jahre wird endlich entsorgt. Nur brauchbare Möbel wird Dietrich behalten. Dietrich? Stopp! Die Entrümpelung ist in vollem Gange. Plötzlich merkt Messi-Therapeutin Sabina, wie Dietrich in sich zusammensinkt. Wir gehen ganz nach draußen. Erst mal hin. Was war gerade los? Was passiert? Du hast in den Karton geguckt? Flashback gehabt. Mhm. Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich überhaupt nicht mehr kontrolliere, was hier abgeht. Und es hat mir also den Hals zugedrückt. Und Schweißausbruch, komplette Panikattacke. Also. Ich weiß nicht, was schlimmer war, der Druck auf der Brust, der Druck im Hals oder der Stich im Kopf. Weiter am Text. Ja, aber erstmal ruhig. Bleib erstmal. Nee, ich will ja, jetzt weiter. Dann machen wir kurz mal. Frisch gestärkt macht Dietrich weiter. Keller? Zur Sicherheit werden die Sachen erstmal zwischengelagert. Das ganze Sofa ist auch in Ordnung, bringst du auch in die Waschküche? Wow. Keller. Keller? Braucht ihr einen Keller? Mhm. Ach du lieber Gott. Das ist das, was ich befürchtet habe, als ich immer gehört habe, das muss in den Keller, das muss in den Keller und das muss in den Keller. Jetzt haben wir hier einen Keller und das ist noch nicht mal der Keller, das ist die Waschküche von dem Haus. Der Keller von dem Dietrich, der ist da hinten und der ist auch noch voll. Also ich glaube, da muss ich mit der Sabina erst noch jetzt noch mal drüber reden, was wir jetzt hier mit dem ganzen Zeug machen. Das kann so nicht bleiben. Was sagst du dazu? Ja, ich habe das befürchtet. Ich habe das nicht befürchtet, das ist mein absoluter Albtraum. Es sieht aus wie ein Albtraum, ist es auch im ersten Augenblick. Aber ich kann dich bei ein paar Sachen beruhigen. Wir haben etwas organisiert, ein Wohltätigkeitsverein wird Stofftiere und Spielsachen nehmen. Damit ist ein ganzer Teil weg. Und wir werden sein Wohnzimmer so einrichten, dass er halt Bücherregale bekommt, weil Bücher sind was Wichtiges für ihn. Und das darf er auch haben. Gut. Er wird welche verkaufen, das heißt, das ist ein Deal, den ich mit ihm gemacht habe. Ich habe nicht wirklich einen Schrecken bekommen. Es ist einfach ein Prozess, den Dietrich jetzt mitmacht. Und es wäre komplett falsch, wenn ich sagen würde, das kommt jetzt auch alles weg. Er muss langsam davon loslassen und es dauert seine Zeit. Es wäre katastrophal, wenn ich sagen würde, all diese Sachen kommen auch in den Container, weil sie auch wirklich Werte haben. Das kann man nicht machen. Gut, dann weiß ich Bescheid. Gut. Ich hoffe, ich habe dich beruhigt. Ja, es geht. So geht's dann auch weiter im Entrümpelungsmarathon. Stück um Stück schwindet der Müllberg, der sich über fast ein Jahrzehnt in Dietrichs Messi-Wohnung aufgebaut hatte. Nach 10 Stunden Arbeit sind die Zimmer wieder betretbar. Ein großer Container ist voll mit dem gesammelten Abfall. Mit dem guten Gefühl, hier viel zu bewegen, packen alle mit an. Bis zum Abend muss die Wohnung leer sein, denn am nächsten Tag sollen die Reinigungsprofis zur Tat schreiten. Bis vor kurzem hast du bis hier gestanden, bis ne? Bis hier, so, ja. So konnten wir rein, ne? Ja. Wollen wir uns mal trauen, ganz reinzugehen, was das für ein Gefühl gibt? Ja. Guck dir das mal an. Ja.
Das ist Platz. Das ging ja echt so, ne? Bis zur Lampe hoch. Das ging bis zur Lampe hoch. Ja. Auf beiden Seiten. Das ist echt der Hammer. Und jetzt gehst du ein bisschen in den Container gucken? Ich in den Container. Na komm, dann gehen wir. Wir haben uns die Räume noch mal ganz genau angeschaut. Es ist unglaublich, dass der eine Raum frei ist. Und davon konnte er sich noch mal im Container überzeugen. Er bekommt dadurch Sicherheit, was wegkommt und was er behalten möchte. Endspurt im Messihaus. Dennis und seine Männer geben noch mal Vollgas, um Dietrichs Leben von allem Müll zu befreien. Der zweite 20 Kubikmeter fassende Container wurde dringend gebraucht. Aus Dietrichs Bude war fast nichts mehr zu gebrauchen. Grob 80% mussten weggeschmissen werden. Erst am frühen Abend ist die gesamte Wohnung dann entrümpelt. Übrig bleiben große, befreiend leere Räume, die jetzt nur noch gereinigt und renoviert werden müssen. Dietrich und sein Kumpel Rainer sind erleichtert. Nach 9 Jahren im Komplettchaos ist die Wohnung des 44-Jährigen endlich keine Müllkippe mehr. So, ich würde sagen, das war's. Habt echt einen guten Job gemacht. Es war ein Haufen Arbeit, viel Sortiererei, mal was ganz Außergewöhnliches. Habt ihr prima gemacht. Ich würde sagen, ihr haut jetzt ab und ich mache mich nochmal hoch. Okay? Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss. Nach diesem anstrengenden und nervenaufreibenden Tag muss nur noch der Koffer gepackt werden. Rainer begleitet Dietrich in ein nahegelegenes Hotel. Dort wird er die nächsten Tage verbringen. Der nächste Morgen. In Dietrichs Wohnung wartet die nächste wichtige Aufgabe auf Profi-Entrümpler Dennis, die Schädlingsbekämpfung. Motten und Käfer dürfen sich hier nicht weiter vermehren. Ja, der ganze Müll ist jetzt draußen hier, es ist niemand mehr drinne und das bedeutet für mich jetzt hier freie Fahrt. Wie ich das anfangs schon mal gesagt habe, haben wir hier einen starken Mottenbefall, wie man das anhand von den vielen Larven oben in der Kante auch sehen kann. Wir haben hier Kleidermotten und Lebensmittelmotten und wir müssen hier unbedingt dagegen sprühen, weil sonst wird der Dietrich da noch jahrelang was von haben, von diesen Motten, und das wollen wir natürlich nicht. Er soll sich ja hier wohlfühlen in seiner neuen Wohnung. Am Nachmittag ist es dann Zeit für den nächsten Schritt. Jetzt soll Dietrichs vollgestellter Keller aussortiert werden. Eine Aufgabe, bei der Sabina und Dietrich tatkräftig mithelfen wollen. Ja, gut, dass ihr kommt. Ich wollte mich nämlich gerade ranmachen, hier den Keller auszuräumen. Ja, wir sind bereit. Prima. Das ist jetzt der letzte Schritt. Wir entmüllen wirklich den Keller und schaffen uns damit jetzt Platz. Das heißt, all das, was erstmal nicht wieder zurück in die Wohnung kommt, werden wir hier im Keller lagern. Und der therapeutische Schritt ist, dass er dann noch mal ganz alleine entscheidet, okay, schmeißen wir davon noch mal was weg, verkaufe ich es oder packe ich es oben in die Wohnung. Okay. Leute, echt alles raus bitte. Also Männer im Keller ist immer super gefährlich, das kenne ich. Und dann bleiben sie da hocken und finden was zum Spielen. Komm, alles raus. Dietrich packt tatkräftig mit an. Endlich passiert etwas in seinem Leben. Endlich bekommt der 44-Jährige Hilfe. Das war gut, das hat's gebraucht. Das hat's gebraucht? Das hat's gebraucht. Cool, wie fühlt sich jetzt? Stark! Ja, macht eine Menge Spaß. Ich habe mich jetzt von einigen Sachen getrennt, aber ich habe immer noch Spaß bei der Sache. Und gleich ist es geschafft. Die 72 Quadratmeter Wohnung ist dann samt Keller restlos von Müll befreit. Das war der letzte Rest vom Schützenfest. Das war der Rest vom Schützenfest. Jetzt reicht's aber auch, ne? Mir ja. Wir haben jede Menge Arbeit hinter uns und ich sag mal, ich hätte nicht gedacht, dass der noch voll wird. Aber ich weiß, ohne Sabine hätte ich das nicht geschafft. Das war ein super Erfolg heute mit Dietrich. Und normalerweise bin ich bei dem Entrümpeln nicht so viel dabei. Aber es war wichtig, dass ich immer wieder Dietrich auch die Sicherheit gegeben habe, dass ich dabei bin, dass wir immer wieder über Sachen diskutiert haben, sodass er halt einfach mal gefühlt hat, es helfen ihm ganz viele Leute. Und das hat diesen großen Erfolg heute gebracht. Der Container ist voll und super Tag. Feierabend. Feierabend. Nach der Schädlingsbekämpfung wurde Dietrichs Wohnung ausreichend entlüftet. Jetzt kann die Grundreinigung beginnen. Da seid ihr wieder. Zwei neue Gesichter. Ihr seid die Putzprofis, ja? Ihr habt bestimmt schon gehört von euren Kollegen, dass wir da oben viel zu tun haben, ja? Dann los, auf. Für mein Reinigungsteam wird das hier auch eine richtige Herausforderung werden. Ich meine, klar, der hat hier einen Riesenberg Müll sich geschaffen, aber er hat auch vorher wahrscheinlich nicht viel sauber gemacht. Also hier ist definitiv mehrere Jahre weder sauber gemacht worden, noch aufgeräumt worden, noch schweige denn geputzt worden. Die Nachbarin unten, die erwähnte auch schon, dass sie, als der Dietrich hier eingezogen ist, auch nur so in den ersten Monaten mal den Staubsauger vernommen hat. Ja.
Am nächsten Morgen möchte Messi-Therapeutin Sabina Dietrichs Umfeld besser kennenlernen. Ich gehe jetzt zu Christiane, der besten Freundin von Dietrich. Ich möchte von Christiane ein bisschen mehr über Dietrich erfahren und natürlich auch der Christiane eine Hilfe geben, wie sie in der Zukunft Dietrich unterstützen kann. Wie lange kennst du eigentlich Dietrich und wie seid ihr überhaupt zu Freunden geworden? Also Dietrich kenne ich jetzt 9 bis 10 Jahre. Uns verbindet wirklich eine sehr, sehr tiefe Freundschaft und er ist mein bester Freund. Und ich glaube, so manchmal war ich vielleicht für ihn sogar die Ersatzmutter, die er so vermisst hat, ne? Weil wir ihn ja doch ganz schön betüttelt haben teilweise. Wie hast du die Veränderung von Dietrich mitbekommen? Weißt du, was mit ihm in den letzten Jahren nochmal passiert ist? Ich glaube, der hat irgendwann resigniert. Er hat mit diesem Chaos, ist er wirklich nicht mehr fertig geworden, hat sich aber wahrscheinlich auch viel zu sehr geschämt, uns was zu sagen. Wir haben natürlich öfter, also ich habe öfter was vermutet und es kam also immer Ausreden. Das interessiert mich mal ganz doll. Wie würdest du das anderen Menschen erklären? Wie kann das einer besten Freundin passieren, dass man ja so hinters Licht geführt wird? Also Dietrich hat es wirklich ganz kaschiert und es gab halt immer andere Themen, andere Ansatzpunkte. Und wenn ich das angesprochen habe, dann wurde abgelenkt. Also ich wusste ja nun nicht, wie die Wohnung jetzt zum Schluss wirklich aussah. Als ich das jetzt gesehen habe, da ist mir natürlich wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Hallo Dietrich. Ach du lieber Himmel. Ach du Scheiße. Aber mal ehrlich, hier kann man doch nicht wohnen. Das ist doch kein Zuhause. Hier möchte ich auch nicht wohnen. Jetzt weißt du, warum du so lange nicht kommen durftest. Hm. Dass ich genau davor Angst hatte. Nee, ich bin wirklich echt erschüttert. Das tut mir weh, das zu sehen. Das tut mir wirklich weh. Echt. Also es war wirklich ein Schmerz, ne? Ich konnte das richtig nachempfinden, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, wie muss es ihm gehen? Wie sieht es in ihm aus? In ihm muss es ja so aussehen wie in der Wohnung. Also dieses innere Chaos hat mir eigentlich wehgetan auch. Aber auch die Hilflosigkeit. Ich kann ja nur bedingt helfen. Also einmal möchte ich dir die Beruhigung geben, dass du halt keine Mitschuld trägst. Also das ist was ganz Wichtiges. Das heißt, dass du auch die erste Person warst, die er reingelassen hast. Das ist ein ganz großes Lob. Ja? Es ist halt, ja, du hast es mitgeschickt, eine ganz schwere Krankheit, ja, die Dietrich hat, die halt aus einer ganz langen Geschichte von seiner Geburt an ja stattgefunden hat, mit auch der psychisch kranken Mutter. Und wir haben mit ihm ganz viel Sachen erarbeitet. Das heißt, da brauche ich natürlich jemanden, der ihn weiter unterstützt. Gute Freunde sind natürlich wichtig. Und er soll halt auch wirklich das Gefühl haben, dass er jetzt ein erwachsener Mann ist. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er ist erwachsen, er ist für sich verantwortlich. Und das sind so Schritte, wo schön wäre, wenn du weiter halt ihm zur Seite stehst. Ich merke, Dietrich ist echt jemand, der eine Chance hat. Wenn er jetzt auch alle therapeutischen Mittel in Anspruch nimmt, offen dafür ist, dass ihm geholfen wird und auch weiterhin. Und dann sehe ich auf jeden Fall, dass er zu denen gehören kann, die es schaffen werden. Vielen Dank euch allen. Gerne. Dankeschön. Sabine hat mir klargemacht, dass meine Schuldgefühle, die ich hatte, nicht berechtigt waren und dass eigentlich meine Hilfestellung okay war in dem Rahmen. Und auch für unsere Freundschaft hat Sabine mir ganz tolle Tipps geben können, dass er wirklich dann jetzt auf eigenen Beinen steht. Denn er ist ja erwachsen und er soll sein Leben auch so gestalten. Wichtigster Punkt in dem Gespräch mit Christiane war gerade, dass ich ihr hab die Schuld nehmen können. Und für die Zukunft der beiden ist ganz wichtig, dass Christiane nicht immer die Mama für Dietrich spielt. Und ich denke, dass dieses Gespräch beiden für die Zukunft sehr helfen wird. Zur gleichen Zeit wird in Dietrichs Wohnung weiter gesaugt und gewischt, was das Zeug hält. Über die Jahre hat sich hier eine dicke Schmutzschicht gebildet. Keine leichte Aufgabe für die Putzprofis. Anhand von dem Zustand hier dieser Wohnung kann es ganz einfach nur so sein, dass der Dietrich hier tatsächlich 7 Jahre lang nicht geputzt hat. Also wenn ich mir die Küche angucke, da ist eine richtige verkeimte Schicht auf der Arbeitsplatte drauf. Der Herd ist komplett, ich sag mal, einfach versifft. Du, das kannst du dir sparen, den Herd, den brauchen wir nicht sauber machen. Der ist ja so eingebrannt hier oben, die Platte. Den reißen wir raus, da bauen wir einen neuen rein. Machst du drumherum das alles schön sauber, ne? Ist okay. Alles klar, geh mal.
Bad ist auch wirklich sehr grenzwertig, was die Hygiene angeht. Aber auch da werden wir natürlich richtig Schruppen putzen mit Spezialmitteln, dass man das Bad wieder gedenkenlos, gefahrlos benutzen kann. So, prima. Ich bin gerade mal rumgegangen, habe mir euer Werk angeguckt, habt ihr klasse gemacht. Es ist alles schön sauber und ich bedanke mich noch mal ganz recht herzlich. Ja, habt ihr prima gemacht und gute Heimfahrt wünsche ich euch. Ne? Tschüss. Tschüss. Zur gleichen Zeit im Keller des Hauses. Der 44-jährige Messi hat sich bereit erklärt, seine riesige Stofftiersammlung gehen zu lassen. Um Dietrich das Loslassen leichter zu machen, hat Therapeutin Sabine etwas ganz Besonderes organisiert. Ich habe beim Verein Wir in Neu-Wurmsdorf angerufen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen und Familien in Not hilft. Und die möchten die Stofftiere gerne haben, die Dietrich aussortiert hat. Und die werden jetzt gleich kommen und es wird bestimmt eine tolle Aktion für Dietrich. Die sind auch alle noch okay, ne? Die sind auch okay. Die sind super. Die riecht auch noch gut. Aber der Kuh hat ein bisschen geknubbelt. So. Ja, da kommen ein paar Erinnerungen hoch, wenn ich jetzt in die ganzen Säcke rein muss mit den ganzen Stofftieren. Aber eigentlich sind das alles gute Erinnerungen und schöne Erinnerungen. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sind. Sabine Hirz, guten Tag. Guten Tag. Ja, wir sind sehr gerne gekommen. Ja. Das Angebot war sehr verlockend für uns. Schön. Ich hoffe, dass Ihnen das auch gefällt, was wir hier haben. Also wir haben ganz viele Stofftiere. Und Sie können gerne mal schauen. Dürfen wir mal einen Blick reinwerfen? Und wir haben ganz viele von den Knuteisbären. Ganz viele ist immer gut, wenn so in einer Familie mehrere Kinder sind. Bricht kein Streit aus, jeder bekommt den gleichen. Das ist toll. Das heißt, Sie haben also ganz viele bedürftige Familien, die das gut gebrauchen können. In der Gemeinde Neu-Wurmsdorf betreuen wir Familien, die auf irgendeine Art und Weise in Not geraten sind. Oh, schön. Dürfen wir Ihnen helfen, die ins Auto zu laden noch? Gerne. Ja, ja. Wir sind alle zusammen. Ich freue mich jetzt auch total, dass jetzt auch Kinder damit wieder Freude haben werden und ich eigentlich ein bisschen Freude weitergeben kann und weiter verschenken kann. Und es ist eigentlich ein gutes Gefühl. Ist nicht immer ganz einfach, aber das Ergebnis ist gut. Also ich muss wirklich Dietrich ganz doll gratulieren, weil er macht Tag für Tag riesengroße Schritte. Er ist unheimlich schnell in seiner Entwicklung gerade. Er versteht unheimlich viel und ich spüre auch wirklich, dass er das verinnerlicht. Also, dass er das auch mit einer großen Freude macht. Ich möchte dich einfach jetzt mal in den Arm nehmen. Du machst eine so tolle Arbeit. Echt, Dietrich, absoluter Hammer. Jetzt ist Dietrichs Wohnung bereit für den letzten Schritt, die Renovierung. Das Zuhause des 44-Jährigen soll nun aufgemöbelt werden. Ein dreiköpfiges Handwerkerteam wird Dennis tatkräftig dabei unterstützen. Ja, das ist die Wohnung von dem Dietrich hier oben. Ich würde sagen, wir fangen gleich an, ja? Mein Team hat hier in dieser 72 Quadratmeter großen Wohnung einiges zu tun. In nur 5 Tagen wollen wir es schaffen, für Dietrich hier wieder eine menschenwürdige Umgebung zu schaffen. Um nachhaltig was zu verändern, müssen wir natürlich viele frische Farben verwenden. Und ganz besonders wird uns natürlich die Küche und das Bad fordern. Die Farbauswahl für die neue Wohnung habe ich natürlich im Vorfeld mit der Sabina und mit dem Dietrich abgeklärt. Die meisten Wände und Zimmerdecken der Wohnung werden weiß gestrichen, um die Grundhelligkeit der Wohnung aufrechtzuerhalten. Trotzdem bringen wir natürlich auch eine gesunde Portion Farbe mit ins Spiel. Der Dietrich hat sich Farben gewünscht, verschiedene Grüntöne, Pfirsich und natürlich erfüllen wir ihm seine Wünsche. Orange. Da hat der Danny aber wieder hier richtig schöne Farbe ausgesucht. Der Danny heißt doch Dennis. Ja. Ich bin mir sicher, dass wenn wir hier fertig sind, wird sich der Dietrich auch in Zukunft wieder wohlfühlen können.